Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Real Myst Masterpiece Edition. Und wir haben in der letzten Folge haben wir Stone, ja richtig, das Stoneship Age beendet. Und jetzt denke ich mal, wenn wir uns diesem Age hier zu, Selenetic Age, nennt sich das zumindest, wenn ich das richtig aus diesem von diesem Buch hier abgelesen habe. Selenetic dürfte das sein. Age of Mist, genau. Und ich habe mir das Buch schon mal durchgelesen. Ist wie immer alle Bücher in diesem Regal recht interessant. Das einzige Problem, was noch ist, ist, es fehlen quasi Seiten. Was die Sache bestimmt etwas schwieriger macht. Hier gibt es auch einige Hinweise, die werde ich mir dann später notieren, wenn wir den Zugang gefunden haben. Und ja, das wird wahrscheinlich für die untere Geschichte sein, aber da werden wir uns gleich drum kümmern. Ja, das ist ein eigentlich das erste Age laut diesem Buch, wo es keine Lebewesen oder Menschen gab, was von Arthrus quasi betreten wurde. Und ja, dann gucken wir mal, wie wir den Zugang dazu hinkriegen. Dafür richten wir natürlich erstmal wieder unseren Turm aus. Schauen mal, was wir da für Hinweise erhalten. Ich denke mal, es wird auch was mit dem der Pianozeichnung im Buch zu tun haben, weil das Kraftwerk, nenne ich jetzt einfach mal, was da unten im Keller zu finden ist, hat, glaube ich, auch ein Piano. Grafikfehler. Okay, ja, da sind wir bei der Age und da haben wir auch den Hinweis wieder. Das glitscht gerade ein bisschen durch, macht aber nichts. Okay, 59 Volts. Na, ich bin wieder nicht vorbereitet. Stift und Papier. Also, wenn der Stift funktionieren würde, so 59 Volts. Da wir jetzt ja schon ein bisschen Erfahrung und Übung da drin haben, sollte es eigentlich nicht so schwer sein, das Age freizuschalten. In der letzten Folge habe ich ja gesagt, ich wollte ja nochmal nachgucken, wie das mit den Datumsangaben war in der Sternwarte. Ich habe dazu leider nichts gefunden. Also es ist wirklich rein fiktiv. Wo ist es der? Das andere Bild da. Oh, da sollten wir vielleicht doch nochmal hier in dieses Buch schauen. Ah, in dieses bestimmt nicht. Dieses hier, so. Da ist halt dieses Piano abgebildet. Entweder ist es für hier wichtig oder halt für das Age selber. Da werde ich mir dann aber noch eine Zeichnung bzw. eine. Da werde ich mir das noch aufschreiben. So, wir müssen das Ding auf jeden Fall mit Strom versorgen, wie es aussieht. Dementsprechend werden wir mal hier. Das wird auch noch eine interessante Geschichte mit der Uhr da hinten, aber später werden wir mal hier runtergehen. Okay, also wir müssen 59 Volt erreichen. Ja, mal einfach mal ausprobieren. Okay, das sind 10. Das sind 11. 17. Zwölf.
58. 53. Machen wir wieder weg. Ah, fangen wir von vorne an. Also wir haben 5 Schalter. 1, 2, 3, 4, 5 und auf der anderen Seite auch 5. So, der erste Schalter gibt 10 Volt. Machen wir das, ist glaube ich am einfachsten. Der zweite 7. Der 8. Der 16. Der 5, so was habe ich gesagt, 59 brauchen wir. Okay, der gibt 1 Volt. Der 2. Der 22. Der 19. Und der 9 Volt, so. Dann schauen wir mal. Also die beiden geben schon mal 30 Volt. Damit hätten wir 40 Volt. 59. Ja, dann machen wir das doch ganz einfach. Nehmen wir die 8 Volt. Die 22 haben wir 30. Die 10 haben wir 40. Und die 19 59. Das sollte funktionieren. Oder auch nicht. Ach nee, das bleibt an. Okay, hab schon gedacht. 59 Volt. Hatte ich da schon was getan? Natürlich nicht. Dementsprechend glaube ich, müssen wir noch die Schalter hier umlegen. Oh, nein, ich will da rauf, nicht runter. Gut. Oh, da habe ich noch gar nicht gesehen. Mal schauen. Okay, das ist mir jetzt neu. Einverstanden. Behalten wir mal im Hinterkopf. Ich glaube nicht, dass es für diese Age von Bedeutung ist, aber da tut sich nichts. Mal gucken. Nein. Oh doch. Ja, das ging eigentlich recht fix, ne? Ich mal behaupten. Ja gut, da haben wir jetzt hier die das Klavier. Können wir nichts dran drücken und hier wahrscheinlich. Okay. Da müssen wir mal hier gucken. Ah, dann wird das Buch wahrscheinlich doch. Den gewissen Hinweis beinhalten, den wir brauchen. Ich bin in Musik der absolute Noob, muss man dazu sagen. Das kann man eigentlich total vergessen. Aber das kriegen wir auch mit Zählen hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Falsch. 1, 2, 3, 4, 5. Die fünfte weiße Taste.
Als erstes dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. weiße Taste. Ja, man darf mich ruhig auslachen. Ich habe, wie gesagt, kein, ich bin absolut unmusikalisch. Dann die 3, 5, 6, 7, 8, 10. schwarze. Die 10. schwarze Taste. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. weiße. Und die 3. schwarze. So. Muss das mal mit meinen beschränkten musikkünstlerischen Fähigkeiten versuchen. So, wir brauchen die 5. weiße. 1, 2, 3, 4, 5. Muss ich mir das auch noch merken, wie sich das anhört. Dürfte es sein, ne? 3, 4, 5. Ja, das hört sich gut an. So, die 12. weiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Da gehe ich einfach mal von aus, dass es der richtige Ton ist. Abgehakt, abgehakt, die 10. schwarze. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dürfte sie auch sein. 8. weiße. So. 1, 2, 3, 4. Passt auch. Und die 3. schwarze. Das sollte es sein. Hervorragend. Ja. Das war ja ein recht kurzes Rätsel. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wo wir dann halt das Selenetic Age betreten. Und danke fürs Zuschauen, auch wenn es ein bisschen kürzer war. Aber es war nicht sehr herausfordernd, sag ich mal. Also dann bis zum Selenetic Age und bis zum nächsten Mal.